Meine Arbeit hier ist getan. Das Imperium ist im Wohlstand vereint und in euren guten Händen sieht es einer goldenen Zukunft entgegen. Ich habe allerdings Arbeit, die getan werden muss. Eine Aufgabe blieb bisher unbeendet. Galmaras muss zu seinem Erschaffer zurückgebracht werden. Mit diesen Worten verließ Sigmar Heldenhammer, der erste Imperator, sein Reich und brach zum Weltrandgebirge auf. An seiner Seite ein großer grauer Wolf, ein Zeichen des Wohlwollens von Ulrik, dem großen Kriegergott. So sahen sich die Kurfürsten im Jahr 73 des imperialen Kalender einem unerwarteten Problem gegenüber. Sigmar war fort, hatte jedoch keinen Erben hinterlassen, weder leiblich noch auserwählt. So brachen wilde Diskussionen unter den Kurfürsten aus, wer von ihnen nun den Thron besteigen sollte. Viele Tage vergingen und die Argumente wurden langsam zu Drohungen und ein Bürgerkrieg schien unvermeidbar. Als eine junge Priesterin aus dem Hause Stirland eine Wahl vorschlug. Die Kurfürsten sollten einer nach dem anderen ihre Argumente vorbringen und am Ende wurde abgestimmt. Die Kurfürsten waren nicht begeistert, stimmten jedoch zu, da den meisten klar war, dass ein Bürgerkrieg wahrscheinlich keinem von ihnen zu Lebzeiten auf den Thron verhelfen würde. So schworen sie, sich an das Ergebnis der Wahl zu binden und nach 3 Tagen der Argumente, Drohung und Bestechung verkündete der Aar Ulrik den zweiten Imperator, Imperator Fulk von Wissenland. Die Kurfürsten verfassten weiterhin ein Dokument, mit dem sich alle Anwesenden verpflichteten, die Erbfolge durch Wahl zu akzeptieren und in die Zukunft weiterzutragen. Weiterhin wurde beschlossen, dem Aar Ulrik als Repräsentant Gottes eine Stimme zu verleihen und ein neuer Kurfürst des Reikland wurde bestimmt, um Sigmars Heimat zu beherrschen. Mit dem Titel des Imperators sollte ebenfalls die Hauptstadt des Imperiums wechseln. Doch Fulk brach sofort nach dem Beschluss mit dieser Regel und anstatt Wissenberg zur Hauptstadt zu ernennen, bekam die Freistadt Nullen diese Ehre. Wahrscheinlich, da sie die größte und gleichzeitig auch die Heimatstadt von Fulk war. Circa 25 Jahre nach Sigmars Verschwinden, noch immer während der Regentschaft von Imperator Fulk, machte sich ein junger Prediger namens Johann Hellstrom einen Namen in Altdorf. Hellstrom behauptete von sich selbst ein Prophet zu sein. Ein Empfänger einer heiligen Vision Ulriks. In dieser Vision sah Hellstrom, wie Ulrik selbst eine goldene Krone auf Sigmars Haupt setzte und ihn zum neuen König der Götter krönte. Seine Lehren beinhalteten folglich den Glauben an Sigmar als oberste Gottheit, sowie die bedingungslose Gehorsamkeit gegenüber dem Imperator, der Heiligkeit des geeinten Imperiums und der heiligen Pflicht der Kurfürsten, diese aufrechtzuerhalten. Hellstroms Lehren polarisierten. Viele sahen es als offensichtlich an. Sigmar, der große Held des Imperiums, sei sicherlich zum Himmel emporgestiegen, nachdem seine Arbeit auf der alten Welt verrichtet war. Kein anderes Ende schien dem größten aller Helden würdig. Gleichzeitig war der Glaube an Ulrik fest verwurzelt und zu dieser Zeit gab es noch viele Ältere, die Sigmar noch mit eigenen Augen gesehen hatten. Ihnen fiel es schwer, solche Worte zu glauben und einige der höheren Ulrik-Priester forderten sogar Johanns Kopf. Was dem jungen Hellstrom jedoch seinen Kopf bewahrte und den Weg für den Sigmar-Kult ebnete, waren die durchaus weltlichen Interessen der Kurfürsten. Der Kult des Ulrik war seit jeher ein barbarisch angelegter Kult von Kriegern. Ulrik half jenen, die sich selbst verteidigten. Ulrik forderte Stärke und Eigenständigkeit von seinen Untertanen. Hellstrom jedoch predigte Schutz, die Heiligkeit des Imperiums und forderte Ergebenheit und Hingabe zu jenen Institutionen, die Sigmar ihnen hinterlassen hatte. Um es deutlich zu sagen, es ist wesentlich einfacher, den Bürgern Geld abzuverlangen, wenn sie glauben, dass der Kurfürst ein heiliges, von Sigmar erbautes Imperium vertritt, als wenn die Bürger an eigene harte Arbeit und Eigenständigkeit glauben. Somit erlaubte man Hellstrom seine eigene Kirche in Altdorf und er wurde zum ersten Großtheogonisten Sigmars. Der Kult verbreitete sich über die Jahrhunderte wie ein Lauffeuer und hat im modernen Warhammer den Ulrik-Kult in allen Fürstentümern außer Mittenland als dominante Religion abgelöst. Des Weiteren hält der heutige Großtheogonist 2 Stimmen bei der Wahl des Imperators unter seiner Kontrolle und ist damit einer der einflussreichsten Männer im Imperium. Die nächsten 1000 Jahre verbrachte das Imperium in einer Zeit des steigenden Wohlstands. Die Kurfürsten breiteten ihre Grenzen immer weiter aus und in Nullen wurde eine regelrechte Dynastie an Imperatoren aufgebaut, die dazu führte, dass die Stadt das Vorzeigebild von Fortschritt und Industrie wurde, das sie bis heute bleibt. Diese goldene Zeit des Imperiums schien für mehrere Jahrhunderte kein Ende zu nehmen. Die Grenzen wurden ausgeweitet und Fortschritt und Technologie zierten den Alltag der Bewohner.
bis das Imperium im Jahr 1000 schließlich seinen Höhepunkt erreichte. Der Fall von Sigmas Reich kündigte sich zum Wechsel des Jahrtausends mit einem Machtwechsel an. Nach Jahrhunderten der wiesenländischen Herrschaft schafften es die Adligen des Drakenwald schlussendlich, sich die Position des Imperators mit Betrug und Bestechung zu ergaunern. Ungefähr zu dieser Zeit erlitt das Imperium eine grauenvolle Niederlage gegen die Waldelfen von Laurelorn im Nordwesten des Reiches. Die einstige Hochstimmung war somit binnen weniger Jahre vollkommen verschwunden. Der große Ruhm des Imperiums der Menschen wandelte sich und zeigte seine hässliche Seite, in ausladenden Exzessen der Oberschicht, schlechten Regierungszyklen und immer schlechter werdenden Lebensbedingungen für die Bevölkerung. Die neuen Herrscher aus dem Drakenwald bestimmten Karoburg als Hauptstadt des Imperiums und machten die Stadt für die nächsten 100 Jahre zum Zentrum von machtgieriger Korruption und egoistischer Bereicherung auf Kosten des gemeinen Volkes. Der wohl beste Ausdruck von drakenwäldischer Misswirtschaft ist die Herrschaft von Imperator Ludwig II. Von Hohenbach. Oder Ludwig der Große, wie er auf seinen Goldmünzen beschrieben wurde. Oder aber Ludwig der Fette, sollte man in seinen Zeitgenossen trauen. Ludwig war berüchtigt für seine hedonistischen Züge und veranstaltete tägliche Festessen, bei denen Köche aus aller Welt versuchen mussten, ihn zu beeindrucken. Jene, die dies nicht schafften, wurden während den Fresspausen auf dem Marktplatz in Karoburg zu Ludwigs Belustigung enthauptet. Seine Obsession mit Essen ging so weit, dass er seinen Leibkoch, einen Halbling, kurzerhand zum Kurfürsten des Mutland machte. Das Mutland ist das Heimatgebiet der Halblinge, war bisher aber offiziell Teil von Avaland und Stirland. Der noch junge Sigmar-Kult wusste Ludwig jedoch gut zu manipulieren. Der amtierende Großtheogonist veranstaltete regelmäßig Feste, zu denen er Ludwig einlud und stets dafür sorgte, dass dessen Teller niemals leer war. Eingelullt von seinen Banketten, verfasste Ludwig wenig später einen Erlass, der dem Großtheogonisten offizielle Anerkennung und eine Stimme bei den Wahlen des Imperators verlieh. Der Kult Sigmars war nun insgesamt einer der wenigen Gewinner dieser dunklen Zeit. Mit dem ausladenden Lebensstil des Imperators flossen immer mehr Gelder in die Kunst, und die Sigmariten waren die ersten, die ihre Bücher mit bunten Illustrationen von den Heldentaten ihres Gottes schmückten. Eine Maßnahme, die viele neue Anhänger unter den Bürgern hervorbrachte, die des Lesens nicht mächtig waren. Gleichzeitig ließen sie ihre Kathedralen zu Orten der Kunst machen und beeindruckten so auch die Oberschicht mit Deckenbemalungen von Sigmars Taten sowie 8 heiligen und reich verzierten Büchern, die das Lebenswerk Sigmars detailliert beschrieben. Doch während der Adel sich in ausladenden Festen und opulenter Kunst suhlte, so breitete sich unter der Bevölkerung nicht nur Missgunst, sondern auch Krankheit und Hunger aus. Eine explosive Mischung, die sicherlich zu einer Revolte geführt hätte, wäre ihr nicht etwas viel Schlimmeres zuvorgekommen. Im Jahr 1111, während der Herrschaft des bis dato schlimmsten Drakenwalders, Boris von Hohenbach oder Boris dem Inkompetenten, kam es zur Katastrophe. Talabekland und Ostland wurden von einer schweren Pest befallen. Die großen Städte wurden binnen weniger Tage verseucht, und bevor die ersten Opfer bekannt wurden, hatten Händler die Plage schon durch das ganze Land getragen. Das Imperium sah sich einer Seuche gegenüber, die viel schlimmer als alle vergangenen Plagen war. Eine Seuche, die so präzise tötete und sich so schnell verbreitete, dass sie eigentlich nicht zufällig entstanden sein konnte. Und das war sie auch nicht. Doch es kam noch viel schlimmer, denn die Plage war nur das Vorspiel. In den tiefen Tunneln unter dem Imperium regte sich ein Feind, der drohte, alles, was Sigmar geschaffen hatte, in Chaos und Tod zu stürzen. Trotz diesen schlimmen Vorzeichen hätte sich Imperator Boris Hohenbach nicht weniger für das Leid seines Volkes interessieren können. Er selbst schloss sich mit seinen engsten Vertrauten in seinen Karoburger Palast ein und feierte munter weiter seine Bankette. Zumindest bis zu einem unheilvollen Sommertag. Boris und seine Konsorten ließen einmal mehr ausgelassen ihrer Sorglosigkeit freien Lauf, als das Haupttor aufschwang und 4 berobte Gestalten hereintraten. Sie gingen gebückt, zuckten nervös mit jedem Schritt und von ihnen ging ein unmenschlicher Gestank aus. In ihren von Pusteln und Fell überzogenen Krallenhänden hielten sie große Räuchergefäße und alles, was mit ihren Gefäßen in Berührung kam, verendete beinahe sofort. Boris und die anderen Fürsten verfielen in Panik, als die stinkenden Mönche sie langsam in die Enge trieben. Einer nach dem anderen fiel tot zu Boden, übersät mit eitrigen Pusteln und verrottetem leprakranken Fleisch, bis nur noch Boris im Thronsaal kauerte. Die Mönche zogen ihre Kapuzen vom Kopf und Boris wurde mit einem letzten Bild des verseuchten Feindes gestraft, bevor auch er starb. Das Imperium stand am Rand der Vernichtung. Dies waren die Beginne der Skavenkriege. Das war's von mir. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Die jungen Tage des Imperiums fand ich persönlich immer sehr interessant.
Gerade wenn man betrachtet, mit welch dreckigen Methoden der sonst so heilige Orden Sigmars eigentlich an die Macht gekommen ist. Wenn ihr ebenfalls Spaß daran hattet, lasst mir doch einen Like und einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. I'm out.